Hallo und herzlich willkommen zur Wochenlegung mit Ella. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist ein neuer Monat. Wir haben ja neue Energien, neue Dinge, die wir angehen möchten, können, dürfen. Ja, und es gibt auch wieder eine neue Legung. Wir schauen mal, wie sie euch gefällt. Ihr schaut euch das an, guckt, was ihr damit anfangen könnt. Denkt dran, es ist eine allgemeine Legung. Also kann nicht immer alles für jeden passen. Ihr zieht euch nur das raus, was ihr gebrauchen könnt, was euch weiterhilft, denn das ist das Wichtigste an diesen Legungen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt damit recht viel anfangen. Gerne immer in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Ja, ich wünsche euch alles Liebe und dann gehen wir jetzt in eure Legung. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 2. bis 8. Juli 2018. Wir machen eine Legung und schauen mal, was in dieser Woche so bei dir passiert, was bei dir los ist. Du siehst natürlich, dass das eine allgemeine Legung ist und suchst dir das raus, was für dich passt. Wenn es nicht passt, ist es nicht für dich gedacht. Ja, schau mal, ob du was damit anfangen kannst, wenn es dir weiterhilft. Ist alles getan, was wir vorhatten. So, gucken wir mal so die allgemeinen Energien in der Woche für den Schützen. Wir haben die 10 der Stäbe, das heißt, du löst dich von einer Bürde. Wie sieht der Montag aus? Versuchung. Der Teufel versucht dich. Vielleicht bietet er dir was an und ne, sieht so einfach aus. Am Dienstag haben wir Mäßigkeit, deine Karte, die Schützekarte. Du sollst für Balance sorgen. Am dritten Tag, den Mittwoch, haben wir die Königin der Stäbe. Selbstverständlich ist das alles geschlechterunspezifisch. Das ist klar bei der Allgemeinlegung. Wir haben am Mittwoch feurige Energien, deine Energien. Am Donnerstag haben wir die 2 der Münzen. Du wägst ab. Wie mache ich das? Nehme ich das? Nehme ich das? Wo soll es hingehen? Wo soll die Reise hingehen? Du bist ein bisschen unentschlossen. Am Freitag haben wir Konfliktpotenzial. Wir haben die 5 der Schwerter. Da ist jemand auf Streit aus und dabei wird es keine Gewinner geben. Ja, ob du dich dem entziehst oder ob du da ja, dich reinziehen lässt, bleibt dir überlassen. Vielleicht bist du ja auch der oder diejenige, ja, die oder der da den Streit verursacht. Am Samstag haben wir Gerechtigkeit. Das heißt, es geht darum, auch da Gerechtigkeit walten zu lassen. Am Sonntag geht es um Wettbewerb. Also eine Menge Energien, eine Menge feurige Energien auch und ja, Versuchung. Schauen wir mal, was dabei noch wichtig ist. Du bist in deinem Kopf gefangen. Das ist nicht gut. Die 8 der Schwerter ist immer so Kreislauf im Kopf und komm da raus. Mit dem Turm könnte sein, dass du dich von diesen Gedanken und dem, was dich behindert, trennst. Wir haben die 3, das ist Teamwork, ja, und vielleicht geht es da auch um die Entscheidung, wo es weitergehen soll. Wir haben die Welt. Du entscheidest dich wahrscheinlich für etwas Neues. Ein neuer Zyklus beginnt und könnte sein, dass da jemand vielleicht ein bisschen irritiert ist. Der Page der Stäbe ist fokussiert auf ein bestimmtes Ziel, kreativ, jung, dynamisch. Und wir haben den König der Münzen. Das scheint auch sehr erfolgversprechend zu sein. Das finde ich toll. Also, ich nehme an, dass jemand sieht, dass du in irgendeiner Form erfolgreich bist und das nicht leiden kann. Und hier sehe ich, dass du aus diesem Gedankenchaos herauskommst. Das ist gut. Wir haben nämlich hier auch den Neuanfang, den Narren. Wir haben die Stärke. Yay! Du schaffst das. Wir haben die Königin der Münzen, das heißt Stabilität und Sicherheit. Das ist das, worauf du hinarbeitest. Wir haben eine Entscheidung, die ansteht mit den 2 der Schwertern, die dir unangenehm ist. Und du widmest dich neuen Zielen. Du lässt etwas zurück, bist vielleicht auch nicht, ja, bist da vielleicht auch ein bisschen traurig drüber, aber du widmest dich neuen Zielen. Vielleicht hast du auch keine andere Wahl. Wir haben danach hier, es gibt Grund zu feiern. Der Neuanfang, die Stärke führen zu einem Neubeginn und einer Feier. Und hier, guck mal, Ass der Münzen. Erfolg,
Du hast Grund zu feiern. Und die Liebe. Yay. Da ist was Tolles. Vielleicht geht es da um die Entscheidung und du bist dann frei für etwas Neues. Wir haben die 7 der Münzen. Das ist die Karte, die sagt, was habe ich bisher geschaffen und wo will ich hin. Ja? Vielleicht ist das der Sinn, dass du da ja, eine Entscheidung getroffen hast, die dir nicht leicht fällt. Aber es ist gut so. Du bist der Herrscher über dein Königreich. Wow. Wir haben die Herrscherin. Wir haben eine Paarung hier. Ja, und wir haben die Liebenden. Also, Augen auf. Und wir haben den Stern. Yippie. Das sieht doch richtig toll aus. Hoffnung, Neubeginn. Ja. Ach, klasse, ich freue mich. Wir haben den Ritter der Münzen. Das ist eine langsame, aber stetige Energie in Richtung Erfolg, Sicherheit, Stabilität. Wir haben auch die Nostalgie. Du denkst auch an Dinge, die früher waren. Und wir haben als Ausgang den Hierophanten. Und das ist ein schöner Ausgang, weil das ist der Glaube an dich. Du glaubst endlich wieder an dich, lieber Schütze. Du hast es geschafft. Du hast dich von alten Dingen befreit, die, ja, dich niedergeknüppelt haben, ja? Und das ist gut so. Mach weiter so. Du hast Grund zu feiern. Du bist der Herrscher über dein Leben. Du hast Neuanfänge. Du hast hier den Neuanfang, ja? Lass dich nicht in Versuchung bringen. Lass dich nicht einlullen. Das ist wichtig, Anfang der Woche. Kämpfe für das, was dir persönlich wichtig ist. Liebe dich zuerst. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja? Auch wenn du, ja, ich sag mal, Leute um dich hast, die du auch sehr liebst, ja, aber dich musst du zuerst lieben. Morgendämmerung. Das Schlimmste liegt hinter dir. Neue positive Erfahrungen liegen vor dir. Ich mache hier hinter dem Mikro eine Laola. Also, lieber Schütze, ja, da ist was zu machen, ja. Ich weiß, wie schwer das ist, aus dieser Krise oder Krisensituationen in der Vergangenheit über Jahre hinweg. Pack jetzt das Glück beim Zipfel, geh deinen Weg, lass dich nicht irritieren, lass dich nicht von dem abhalten, was dir wichtig ist, dir ganz persönlich, ja, weil es gibt genug Leute, die dir das neiden, die dich dafür bewundern, dass du solche Krisen überstanden hast. Bei mir ist das so, ich mache das manchmal so, ich stelle mir Leute vor, die ich kenne, in einer solchen Situation und dann weiß ich, dass ich es gut gemacht habe, ja. Aber das ist jetzt. Ne? Es ist eine tolle Legung. Du hast Neuanfänge, du stehst zu den Dingen, die dir wichtig sind. Da ist jemand, der Streit beginnt. Ignoriere denjenigen, ignoriere ihn oder sie. Ja? Du befreist dich von diesen Gedanken. Dafür ist der Turm. Du hast Leute, die zu dir halten. Du hast einen Neuanfang, du hast die Stärke, du hast die Sicherheit und du entscheidest auch. Und du entscheidest aufgrund deiner eigenen Ideen, deiner Gedanken. Hier hast du Grund zum Feiern. Dein Königreich wartet auf dich. Also, lieber Schütze, in dieser Woche alles Liebe, alles Gute, viel Kraft, viel Erfolg, viel Liebe und nette Menschen um dich herum. Das wünsche ich dir und ich schicke dir ganz liebe Grüße und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Wenn es dir gefallen hat, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, wünsche ich mir einen Daumen hoch und freue mich auf die nächste Woche. Bis bald. Tschüss.